Das Smartphone begleitet uns tagtäglich, sei es zum Telefonieren, Chatten oder Musik hören, während wir auf den Bus warten. All das ist selbstverständlich geworden. Was jedoch selten bedacht wird, ist, welche Folgen Handys für unser Klima haben und welche Ungerechtigkeiten sie verstärken. In einem globalen Warnprozess werden die Ressourcen im globalen Süden unter teils katastrophalen Bedingungen abgebaut und die Handys andererorts in Fabriken zusammengebaut und schließlich weltweit verkauft. Im gesamten Lebenszyklus verursacht ein Smartphone durchschnittlich 47 Kilogramm CO2-Emissionen. Langfristig entstehen so verheerende Folgen für unser Klima und vor allem der globale Süden ist jetzt schon betroffen. Die Klimakrise hat dort ökologische, wirtschaftliche, aber auch soziale Krisen verschärft. Dies bringt immer mehr Menschen in Existenznot und verschärft im Extremfall gar Flucht und Vertreibung. Deswegen wird zunehmend unter dem Stichwort globale Klimagerechtigkeit gefordert, dass reiche Länder des globalen Nordens für die entstandenen Schäden aufkommen und so Klimawandelanpassungsmaßnahmen ermöglichen. Doch worum geht es dabei eigentlich? Geht es darum, dass die Klimakrise zwar bei uns schon deutlich spürbar ist, die Menschen im globalen Süden trifft sie aber einfach besonders hart jetzt schon. Und dass Klimagerechtigkeit in dem Sinne bedeutet, dass sich vor allem die Hauptverursacher der Klimakrise, also wir im globalen Norden, jetzt besonders anstrengen müssen, um diese zu bewältigen und um eben das anvisierte 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Der andere Aspekt zielt auf eine intergenerationelle Gerechtigkeit. Und das bedeutet einfach das Kämpfen für und mit den Generationen, die unter den Folgen der klimatischen Veränderungen eben zu leiden haben werden, zu denen sie aber nicht oder einfach nur sehr unwesentlich selber beigetragen haben. Und wie können diese Diskrepanzen nun überwunden werden? Die Stimme der jungen Generation überhaupt zu hören und ernst zu nehmen, genauso wie die Stimme des globalen Südens zu hören und ernst zu nehmen. Und dann geht es natürlich darum, Strukturen, die jetzt Klimaungerechtigkeit produzieren, sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene, zu verändern. Und dann braucht es daneben natürlich auch die individuelle Ebene, sprich das Überdenken persönlicher Konsumentscheidungen, das Überdenken der persönlichen Mobilität und des Wohnens zum Beispiel, aber auch den persönlichen Einsatz, dass man sagt, es ist mir wichtig, dass sich das Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft auch verändert. Es ist mir wichtig, auch genau hinzuschauen, wie ist eigentlich unsere Gesellschaft aufgebaut, wie ist der Status quo, welche Strukturen gibt es und was ist eigentlich nicht in Ordnung daran, was geht einer Klimagerechtigkeit eigentlich auch entgegen und den Mut zu haben, dagegen auch aufzubegehren, darauf hinzuweisen. Was können wir jetzt tun? Zusammengefasst ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass jeder von uns sich damit beschäftigt, was kann ich im Kampf gegen die Klimakrise und für mehr Klimagerechtigkeit tun, also so auf der individuellen Ebene. Aber genauso wichtig und vielleicht noch eine Spur wichtiger, wirklich sich die Strukturen anzuschauen, die lokalen Strukturen, aber vielleicht auch die nationalen Strukturen und dann die globalen Strukturen und wirklich zu erkennen, wo läuft da was schief, wo ist wirklich ganz klar eine Ungerechtigkeit erkennbar. Und was müsste sich ändern, damit wir mehr zu mehr Gerechtigkeit kommen und sich dafür so einzusetzen, wie es der persönliche, sage jetzt mal, Handlungsspielraum erlaubt, der oftmals viel, viel größer ist, als wir eigentlich denken. Also, dass man schaut, was kann ich in meinem persönlichen Umfeld machen, was kann ich in meinem beruflichen Umfeld machen, was kann ich vielleicht in meinem zukünftigen beruflichen Umfeld machen, wo gäbe es Möglichkeiten, dass ich mich einsetze, für einen Wandel hin zu mehr Klimagerechtigkeit. Wer Interesse daran hat, sich weiter zu engagieren, kann sich beispielsweise folgende Projekte anschauen. Sie alle haben das Ziel, das Bewusstsein junger Menschen zu fördern, sie zu stärken und bei Aktionen zu unterstützen. Denn nur wenn wir uns über lokale, regionale und globale Verflechtungen bewusst werden, uns mit gesellschaftlichen Ungleichheiten auseinandersetzen und uns engagieren, können wir es vielleicht schaffen, die Welt ein Stück gerechter und nachhaltiger zu gestalten.